Man sollte denken, dass Lehrer Vorbilder sind und ihre Grenzen kennen. Doch wir zeigen euch heute 10 Lehrer, die diese Grenzen extrem überschritten haben und für ihre heftigen Taten direkt vom Klassenzimmer ins Gefängnis wanderten. Darunter eine Lehrerin, die sich durch einen äußerst heftigen Schulbetrug ein echtes Vermögen ergaunerte, oder aber ein Lehrerduo, das den Pausenhof für ihre ziemlich fragwürdigen Geschäfte nutzte, wodurch sie am Ende mehr als nur ihren Job verloren haben. Also bleibt dran, denn es wird äußerst bizarr und ziemlich illegal hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einer Lehrerin, die das Klassenzimmer anscheinend mit einem Club verwechselt haben muss. Es geht um die Englischlehrerin Samantha Cox von der Lake Central High School im US-Bundesstaat Indiana. Die Lehrerin hat nämlich nicht nur illegale Substanzen in die Schule gebracht, sondern diese auch während einer Pause konsumiert. Dabei fühlte sie sich in dem abgeschlossenen Klassenzimmer anscheinend ziemlich unbeobachtet. Jedoch hat sie in ihrem Rausch scheinbar das Fenster an der Tür vergessen, wodurch ihre Schüler sie sehen konnten und kurzerhand ein Video von der Aktion der Lehrerin aufnahmen. Dadurch wurde Cox am selben Tag noch in der Schule von der Polizei in Handschellen abgeführt und kam später auch vor Gericht. Dabei entschied der Richter, dass sie nur ein Jahr auf Bewährung bekommt, wenn sie nachweislich eine Therapie wegen ihrer Abhängigkeit machen würde. Außerdem hat sich Cox im Nachhinein für ihr Verhalten entschuldigt und kann nun im klaren Zustand nicht fassen, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Auf der Nummer 9 ist Pamela Smart, eine Frau, die 1990 als Medienkoordinatorin an der Vinesenet High School in New Hampshire arbeitete und ihre Machtposition gegenüber ihren Schülern so heftig ausnutzte, dass sie das Leben von 3 Teenagern für immer verändern sollte. Einer dieser Teenager war Billy Flynn, mit dem die damals 22-jährige Lehrerin ein unangebrachtes Verhältnis einging, was höchstwahrscheinlich auch überhaupt erst der Auslöser für das folgende Verbrechen war. Denn der verliebte Schüler ging mit 2 Freunden in die Wohnung von Smart, wo auch ihr Ehemann Gregory lebte. Die Teenager überwältigten den 24-Jährigen, wobei er den Angriff nicht überlebte. Wenig später, nachdem die Polizei die Täter dann fasste, kam heraus, dass Pamela Smart selbst, also die Ehefrau des Opfers, hinter dem teuflischen Plan steckte und die Teenager angeblich zu der Tat angestiftet haben soll. Trotz ziemlich eindeutiger Beweise und einer lebenslangen Haftstrafe bestreitet die mittlerweile 55-Jährige noch heute in das Verbrechen involviert gewesen zu sein und behauptet, sie sei völlig unschuldig. Weiter geht es mit Nummer 8 und einem 33-jährigen Lehrer aus Salzgitter in Niedersachsen. Der hatte nämlich einen äußerst grenzüberschreitenden Deal mit seiner Schülerin vereinbart. Dabei bekam er ein anzügliches Foto des jungen Mädchens geschickt, woraufhin er im Gegenzug ihre Arbeiten besser bewerten sollte. Außerdem bekam er noch ein weiteres Foto, wodurch er ein angedrohtes Elterngespräch wieder abgesagt hat. Allerdings kam man dem bestechbaren Lehrer auf die Schliche, wodurch er für sein zwielichtiges Tauschgeschäft eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr auf Bewährung bekam und eine Geldstrafe von 5.000 Euro blechen musste. Außerdem wurde er suspendiert und wird sich auch sonst beruflich neu orientieren müssen, da er nie wieder an einer Schule wird unterrichten dürfen. Machen wir weiter mit Nummer 7 und einem Geschichtslehrer des Stieglitz-Gymnasiums aus Berlin. Zwar landete der Lehrer Karl-Heinz S. nicht im Gefängnis, jedoch durchlebte er einen 7-jährigen Rechtsstreit, bei dem er während der gesamten Zeit vom Schuldienst ausgeschlossen wurde. Dabei ging es in dem Verfahren vor allem um die Ansichten des Lehrers. Denn dem mittlerweile 63-Jährigen wurde vorgeworfen, in seinem Geschichtsunterricht die NS-Zeit und die damit verbundenen Gräueltaten absolut zu verharmlosen. Außerdem soll er Kinder mit Migrationshintergrund heftig beleidigt haben. Um gegen den Lehrer wegen dem Verdacht auf eine rechtsorientierte Gesinnung vorzugehen, gründeten die Eltern eine Elterninitiative, in der sogar der Moderator Günther Jauch ein Mitglied war, da seine Tochter ebenfalls Schülerin des Gymnasiums ist. Dabei ging der Streit zwischen den Eltern und dem Lehrer sogar so weit, dass das Oberverwaltungsgericht von Berlin entscheiden sollte, wie es mit der Karriere des Lehrers weitergehen soll. Dieses wiederum sprach den Lehrer frei, da seine Einstellung nicht nachgewiesen werden konnte. Zwar war das finale Urteil eine ziemliche Niederlage für die Eltern, jedoch dürften sie den Ruf des Lehrers, der wieder unterrichten darf, für immer geschädigt haben. Ach so, bei dieser Gelegenheit schreibt doch mal in die Comments, ob ihr mal einen Lehrer hattet, der in irgendeiner Hinsicht viel zu weit gegangen ist. Wir sind gespannt.
Nummer 6. Einen absolut zweifelhaften Versuch, ihre Schuld von sich zu weisen, hat eine 28-jährige Lehrerin aus Texas unternommen, die für die folgende Tat vor Gericht stand. Denn Brittany Collips aus Kanada hat nicht nur über mehrere Monate hinweg eindeutige Chatnachrichten an einen ihrer Schüler verschickt, sondern sie hat auch ihn und seine Basketballkumpels, die ebenfalls Schüler ihres Englischkurses waren, zu sich nach Hause eingeladen. Dabei servierte sie bei der Dinner-Einladung jedoch kein Essen, sondern er sich selbst in aufreizender Wäsche. Als die Lehrerin und ihre Schüler dann zugange waren, filmte einer der Akteure das Geschehen. Wenig später fanden dann jedoch die Eltern des Schülers die Aufnahmen und gingen direkt zur Polizei. Dabei bestand Brittany, die verheiratet ist und 3 Kinder hat, darauf, dass sie das eigentliche Opfer sei, da die Aufnahmen gegen ihr Einverständnis gemacht wurden. Allerdings ging das Gericht auf ihre Bemühungen, ihren Hals irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, nicht ein und sie wurde mit sofortiger Wirkung für 5 Jahre hinter Gitter gebracht. Dass Schule nicht immer einfach ist und ihre Lehrkräfte auch mal verrückt werden können, beweist die Chemielehrerin Margaret Giesinger auf unserer Nummer 5. Die Lehrerin aus Kalifornien sorgte im Jahr 2021 nämlich für einen unfassbaren Skandal, von dem ein Video sogar weltweit viral ging. In dem Video sang sie fröhlich die Nationalhymne der USA, während sie einem ihrer Schüler einfach das Haar abschneidet. Der realisierte erst, als er aufstand, was seine Lehrerin da gerade getan hatte. Später im Video sieht man dann, dass sie danach mit ihrer Schere auch auf die anderen Teenager losgehen will. Dabei fleht eine Schülerin regelrecht ihre scheinbar irre gewordene Lehrerin an, sie doch in Ruhe zu lassen. Währenddessen stürmten die anderen Schüler panisch aus dem Klassenraum. Die Aussagen anderer Teenager der Schule bestätigten außerdem, dass die Lehrerin sich schon in den Tagen vor dieser Tat äußerst merkwürdig benommen haben soll. Im Nachhinein kann sich auch ihr Ehemann die Eskalation seiner Frau nur mit einem absoluten mentalen Zusammenbruch erklären. Das extreme Verhalten hatte jedoch zur Folge, dass sie sich wegen Kindesgefährdung nun unter Arrest befindet und wohl auch die nächsten Jahre die Welt nur hinter Gittern sehen darf. Auf Nummer 4 ist ein Lehrerduo einer thailändischen Schule aus der Provinz Surat Thani, etwa 640 Kilometer von Bangkok entfernt. Denn obwohl die beiden Lehrer mit einem Gehalt von umgerechnet 1400 Euro im Monat sehr weit über dem Durchschnittseinkommen ihres Landes liegen, war ihnen das anscheinend noch immer nicht genug, weswegen sie eine zusätzliche Einnahmequelle aufbauten. Das Geschäft der beiden bestand dabei darin, äußerst illegale Substanzen an ihre Schüler zu verticken. Allerdings wurden sie durch eine Unachtsamkeit von der Polizei erwischt und gaben bei ihrer Festnahme außerdem zu, die schulische Einrichtung sogar als großes Verteilungszentrum genutzt zu haben. Da der Handel mit verbotenen Substanzen in Thailand äußerst harte Strafen mit sich zieht, könnte den beiden Lehrern nun sogar eine lebenslängliche Haftstrafe drohen. Auf der Nummer 3 haben wir den größten Schulbetrugsskandal der USA, in dem eine Schulrätin aus Atlanta für $500.000 und einen Besuch im Weißen Haus Menschen erpresste und außerdem noch ein ganzes Schulsystem manipulierte. Denn um zusätzliche Bonuszahlungen zu erhalten, haben die Beamtin und 35 weitere Lehrkräfte Ergebnisse von Schultests frisiert. Durch die überdurchschnittlich guten Testergebnisse standen dadurch nicht nur die Schüler, sondern auch ihre Lehrer ziemlich gut da. Insgesamt soll die kriminelle Lehrerbande ihren Betrug an über 50.000 Schülern begangen haben, wobei sich ihre Machenschaften von den Jahren 2005 bis 2009 zogen. Außerdem setzten sie andere Lehrkräfte so unter Druck, dass diese sich angeblich gezwungen sahen, bei dem Schwindel mitzumachen. Da die überaus guten Noten besonders an sozial schwachen Schulen landesweit für Aufsehen sorgten, wurde die Schulrätin sogar vom US-Bildungsminister zur Aufsichtsbeamten des Jahres gekürt. Allerdings flog der Schwindel ein paar Jahre später auf und sie und ihre Komplizen standen vor Gericht, wobei alle zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Diese wiederum trat die mittlerweile zurückgetretene Schulrätin jedoch nicht an, da sie zuvor verstarb. Auf Nummer 2 hatte ein Lehrer aus Berlin eigentlich etwas Gutes für seine Schüler und Schülerinnen im Sinn. Denn um den Kindern bei einem Schulprojekt zu helfen und ihnen Geschichte näher zu bringen, hat der Lehrer während eines Ausflugs in die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz Gegenstände von ehemaligen Gefangenen eingesteckt.
Als die Wachmänner ihn erwischten, fand man unter anderem alte Gabeln und Porzellanbruchstücke in seiner Tasche. Die Männer mussten den 47-jährigen Geschichtslehrer der Polizei übergeben, wobei er um einen kurzen Aufenthalt im Gefängnis nicht herumkam. Außerdem wurde er zu einer weiteren Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Ebenso wird er für den Diebstahl der historischen Zeugnisse eine Geldstrafe zahlen müssen. Keine Geldstrafe müsst ihr übrigens zahlen, wenn ihr diesen Channel abonniert. Also lasst mal ein Abo da für interessanten Content jede Woche. Kommen wir nun zur Nummer 1 und damit zu Hunter Day, einer Chemielehrerin aus Oklahoma. Denn die 22-Jährige, die erst durch ein sogenanntes Notfallzertifikat ihre Lehrererlaubnis bekam, hat ihre Position als Lehrerin ziemlich heftig ausgenutzt. Dabei trat sie mit einem ihrer Schüler in äußerst eindeutigen SMS-Kontakt. Tatsächlich ging das Verhältnis sogar so weit, dass die beiden körperlich miteinander wurden, nach späteren Aussagen sogar teilweise auf den Toiletten der Schule. Als jedoch die Eltern des Schülers eines der Fotos der Lehrerin auf dem Handy ihres Sohnes fanden, flog die ganze Sache auf. Mit einer Falle, die die Polizei Hunter Day stellte, konnten sie die Lehrerin quasi auf frischer Tat ertappen. Denn als sie wieder einmal den Jungen bei sich zu Hause empfangen wollte, standen da plötzlich zwei Polizeibeamte in der Tür, die die Täterin in ihrem knappen Outfit direkt in Handschellen abführten. Absolut schockiert darüber war übrigens ihr Ehemann, der an der Schule als Sportlehrer tätig ist und von dem heimlichen Verhältnis seiner Frau natürlich nichts gewusst hatte. Übrigens, wenn ihr diese Lehrer schon heftig fandet, schaut euch auch mal unser äußerst lehrreiches Video über 10 heftige Schulmomente an, von denen einige echt viel zu weit gingen. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.